Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuerchen Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute geht es endlich los mit unserer Coverage zur neuesten Mainbox und Skystriker, weil das ist das Deck, was die Leute auf jeden Fall am meisten erwartet haben. Die Leute haben sich gedacht, jo, Regi stellt Skystriker vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Deck funktioniert, aber zu eurem wahrscheinlichen Erstaunen kann ich euch sagen, dass dieses Deck durchaus auch in Duel Links funktioniert. Ohne Main Phase 2, ohne so viele extra Deck-Slots und es ist ein Deck, was auf jeden Fall durchaus spielbar ist und definitiv ein Deck, weil die es auch gut ist, hier und da zumindest. Und ich sage an der Stelle einfach mal, wir fangen so ein bisschen an, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt an der Stelle und vor allen Dingen schreibt einen Kommentar, was ihr als nächstes Deck sehen wollt. Ich guck mal, es gibt so viele neue Archetypes in dem Deck. Es gibt ja irgendwie 8 Skills für irgendwie bestehende Archetypes, für die ganzen neuen Archetypes. Wir werden richtig viel zu covern haben, was halt super, super cool ist für mich als Content Creator. Und was ebenfalls sehr, 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 sehr wichtig ist, Code Rigi bei Gate to the Games benutzen, 5% sparen, mich supporten. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, Leute, Skystriker, Sky Waifus von mir genannt, ist ein Deck, welches normalerweise 2 Main Deck Monster hat. Wir haben aber in Duel Links bisher jetzt nur eine bekommen und das ist Himmelsjägerin Azrae. Rae hat als Schnelleffekt den Effekt, dass sie sich als Tribut anbieten kann, als Schnelleffekt wohlgemerkt, um ein Extra-Deck-Monster in die Extra-Deck-Zone zu beschwören. So, Rae hat auch nochmal den positiven Effekt, dass sobald ein Himmelsjäger-Ass-Link-Monster zerstört wird durch Kampf oder das Spielfeld durch einen Karteneffekt des Gegners verlässt, sie nochmal speziell beschworen werden kann. Das heißt also, wir haben dadurch auch nochmal so einen kleinen Float-Effekt, der uns dann gerade auch in Duel Links Schutz gewährt. Und das ist gut. Wir haben eine einzige Skystriker-Card fürs Extra-Deck und das ist Shizuku. Shizuku ist, benötigt ein Nicht-Wasser-Himmelsjäger-Ass-Monster. Das ist halt insofern ganz wichtig, weil die Skystriker-Link-Monsters alle Link-1-Monster sind. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, die wir aber jetzt in Duel Links nicht haben. Von daher, alle Skystriker-Monster, die wir in Duel Links aktuell zur Verfügung haben, sind Link-1-Karten. Und man kann zum Beispiel jetzt nicht mit Shizuku nochmal in eine Shizuku gehen. Das funktioniert in dem Fall nicht. Aber was ziemlich nice ist, ja, ist, dass diese Skystriker-Link-Karten auch nochmal irgendwelche Beschwörungseffekte haben, beziehungsweise auch Ongoing-Effekte. Bei Shizuku ist es so, dass die gegnerische Monster für jede Zauber oder Falle im Friedhof 100 Defense und Attack verlieren und einmal pro Spielzug während der Endphase, falls diese Karte in diesem Spielzug als Spezialbeschwörung beschworen worden ist, können wir uns einen Himmelsjäger-Zauber mit einem unterschiedlichen Namen als die Himmelsjäger-Zauber-Karten, die wir im Grave haben, auf die Hand nehmen. Also sie ist ein Searcher. Für Turn 1 Plays hier und da zum Beispiel ganz nett. Jetzt fragt ihr euch, Rigi, du sprichst von Link-Monstern, aber du hast gesagt, es gibt nur eine einzige Link-Monster-Karte. Ja, offiziell, aber wir haben ja natürlich noch den Skill Himmelsjäger-Mobilisierung Kontakt. Dadurch bekommen wir zu Beginn des Duells zweimal Himmelsjäger-Mobilisierung, Engage, in unser Deck, sobald wir Engage nicht im Main-Deck spielen, was ganz lustig ist. Die Karte gibt es ja, glaube ich, gar nicht erst im Main-Deck, okay. Und, naja, Engage sorgt dafür, dass wir uns zum Beispiel unser Starter-Monster researchen können. Und wenn wir dann noch 3 oder mehr Zauber in unserem Grave haben, können wir noch eine extra Karte ziehen. Und das ist bei allen Skystriker-Karten der Fall. Alle Skystriker-Zauberkarten haben einen Main-Effekt. Und sie haben noch einen Plus-Effekt, wenn wir 3 oder mehr Zauber in unserem Friedhof haben. So, und bei Engage ist es dann beispielsweise, dass wir noch eine extra Karte ziehen können von unserem Deck. Und wie gesagt, über den Skill bekommen wir zum Beispiel noch eine extra Kopie von Kagari, eine extra Kopie von Shizuku, wir bekommen eine extra Kopie von Hayate und wir bekommen eine extra Kopie von Kaina. Hayate ist in, im normalen TCG ziemlich gut, weil wenn sie als Spezialbeschwörung beschworen worden ist, kann sie direkt angreifen. Ja, und nach der Schadensberechnung, falls diese Karte gekämpft hat, können wir eine Himmelsjäger-Karte von unserem Deck auf den Friedhof legen. Also hier auch nochmal Setup. Das Problem ist aber in Duel Links, dass wir wie gesagt keine Main Phase 2 haben. Das heißt, Hayate ist hier in den meisten Fällen Finisher, wobei der Effekt hier und da auch nochmal ganz praktisch sein kann. Und dann spielen wir natürlich noch ein paar andere Extra-Deck-Karten hier in dem Deck. Wir spielen den Widow Anchor, der ziemlich gut ist. Falls wir kein Monster in unserer Main-Monster-Zone haben, wählen wir ein Effekt-Monster auf dem Spielfeld, annullieren bis zum Ende des Spielzugs die Effekte jedes offenen Monsters als Quick-Play-Zauberkarte, die recycelt werden kann, ganz nebenbei. Ziemlich, ziemlich gut.
Und falls wir 3 oder mehr Monster in unserem Friedhof haben, können wir sogar noch die Kontrolle über das Monster übernehmen, was auch nochmal ganz nice ist. Dazu spielen wir 3-mal Mind Control. Da habe ich festgestellt, dass das in dem Deck hier und da manchmal ein bisschen problematisch ist, wegen diesem, dass wir in unserer Main-Monster-Zone keine Monster kontrollieren dürfen. Wir haben nochmal Verstärkung für die Armee als Ray-Out. Ich habe zum Beispiel in den Testduellen ein Duell direkt verloren, weil ich keine Option auf Ray hatte im Turn 1. Wir haben Mehrzweck ist eine kontinuierliche Zauberkarte, die uns auch nochmal viel Utility gibt. Wir können jetzt andere Karten, die wir kontrollieren, auf den Friedhof legen, um den Gegner daran zu hindern, dass er in diesem Spielzug Effekte als Reaktion auf die Aktivierung unserer Zauberkarten nutzen kann, also keine Negates etc. Und wir haben ganz viel Removal, ja, zum Beispiel Himmelsjägermanöver Störwellen ist die einzige SR-Karte aus einer älteren Box ganz nebenbei für dieses Deck. Und Nachbrenner auch nochmal eine Möglichkeit, Monsterkarten loszuwerden. Wir haben die Field Spell, Null-Koordinate, die uns auch nochmal eine Option auf Ray gibt beispielsweise. Und wir spielen Haikanone und Haikanone ist auch in dem Deck und in dem aktuellen Format ganz gut. Falls wir keine Monster in unserer Main-Monster-Zone haben, können wir ein Monster im Friedhof des Gegners wählen und es verbannen. Wenn wir 3 oder mehr Zauberkarten in unserem Friedhof haben, können wir das Monster spezial beschwören. Ihr seht, es ist ein Deck, was durchaus auch hier wieder Playtesting bedarf, ja. Aber es ist ein Deck, welches in Duel Links doch seine Daseinsberechtigung hat, wie ich finde. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt und ich dachte zuerst, ey, dieses Deck in Duel Links, ich meine, es wird richtig krass gehypt und Leute freuen sich drauf, inklusive unseres Weltmeisters, den ich interviewen durfte. Ich erwähne es immer und immer wieder sehr gerne. Und der dann gesagt hat, ich wünsche mir Sky Striker in Duel Links. Das ist sein Lieblings-Archetype, den er hier gerne in Duel Links sehen wollen würde. Ich glaube, der ist ziemlich wichtig, happy darüber. Und wir spielen, gegen die rotäugige untoten Wiedergeburt. Let's go. Und wir haben Ray. Und wir haben Engage. Und wir haben Störwellen. Und wir haben Gedankenkontrolle. Das könnte ganz lustig werden. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte eigentlich ja die vergangenen 2 Tage bereits hochladen. Freitag und Samstag. Jetzt lade ich dieses Video wahrscheinlich am Sonntag hoch. Ich hatte einen anstrengenden 24-Stunden-Dienst. Und der war insofern, also von Donnerstag auf Freitag. Und der war insofern sehr anstrengend, weil ich am Tag davor beim Betriebsarzt auch noch war. Ja, ihr wisst, ich habe jetzt Anfang März wieder angefangen, die Arbeit aufzunehmen. Und der Betriebsarzt ist mein Impfpass durchgegangen, ne? Ihr wisst, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, sollte man hier und da mal seinen Impfpass durchchecken lassen. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel, wenn du mit Kindern zusammenarbeitest, gerade auch mit jüngeren Kindern, die Masern. Wow. Ja, die Pflicht, dass du dich gegen Masern impfen musst, ja? Und da hat der Arzt gesagt, jo, bei der Kontrolle bezüglich meines Impfbuchs, Herr Ragor, Ihnen fehlen 2 Impfungen. Ja, es war irgendwie Auffrischungsimpfungen. Und ich habe ihnen halt gesagt, okay, gut, was machen wir jetzt? Eine heute und die andere am nächsten Tag. Ah, was? Wir machen beide heute. Und daraufhin habe ich 2 Stück bekommen. 2 Impfungen in denselben Arm, der so angeschwollen ist, gefühlt. Und ich bin gefühlt fast gestorben. Und es war wirklich absolut crazy. Es war wirklich absolut crazy, kann ich euch sagen. Und wie ging es während dieses 24-Stunden-Dienst? Ich wurde ja Tag davor geimpft. Dann so räudig. Ja, mit jeder Stunde, die ich im Dienst war, ging es mir so kacke. Und die Bereitschaftsnacht, die war so mies. Und ich habe die Nacht halt kaum geschlafen. Wirklich. Also ich habe wirklich kaum geschlafen, sodass ich dann erstmal super viel Schlaf nachgeholt habe. Dann habe ich den kompletten Freitag nicht mal zu Hause verbracht, sondern bei Sammy. Und ja, Samstag muss ich wieder arbeiten und jetzt kann ich erst Samstagabend bzw. Samstagnacht ein paar Videos für euch aufnehmen, weil ich zum Glück am Sonntag mal nicht arbeiten muss, was ganz nice ist. Also nochmal diesbezüglich für euch die Info und es ist schon echt crazy. Aber mittlerweile geht's wieder. Es war zum Glück nur eine gefühlte Eintagsfliege. Und ich bin echt froh, dass es mir wieder besser geht. Das hätte ich nämlich im Leben nicht ausgehalten, wenn ich das dann jetzt auch noch mal eine Woche mit mir rumschleppen musste. Es war wirklich so eine Eintagsfliege, aber es war natürlich perfekt, dass das vor einem 24-Stunden-Dienst der Fall war. Oder während eines 24-Stunden-Dienst die Symptome dann auftraten. Fieber, Schwäche, Müdigkeit. Aber zum Glück geht es mir jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Wait, er spielt 2-mal den Zombie hier in einem Deck? Er spielt 2-mal den Zombie hier in einem Deck. Wer macht denn sowas?
Ist das hier die neue Herangehensweise in Zombie-Dex? Und dann hat er auch noch Berigmus aus einer anderen Dimension, die er getopdeckt hat. Das ist natürlich ziemlich stark. Okay, müllt er seinen Friedhof zu. Felgrand, okay. Müsste jetzt wahrscheinlich nochmal in Yuki gehen, ne? Link 3 in Yuki. Die beiden Link 3 in Yuki. Okay, das ist komplett sinnlos, was der Gegner gemacht hat. Das ist komplett sinnlos, was der Gegner da gemacht hat, weil jetzt hat er keinen Effekt, der irgendwie live gehen kann. Gut. Fangen wir einfach mal an mit Himmelsjäger Mobilisierung Engage. Okay, irgendein Effekt ist immer noch live. Sag jetzt nicht, er hat die... Wait a minute. Ich habe die Backrow-Schießkarte ganz nebenbei, ne? Ray habe ich hier. Engage. Himmelsjäger 0-Koordinate. Mit Ray ist das eine ganz nette Kombo, die man da hat. Pass auf. Dann starten wir doch mit Störwellen. So. Und dann hat der Gegner gar keine Interaction. Es war nur ein CC. Ja, wunderbar. Weil jetzt kommt, wie gesagt, gar keine Interaction mehr zustande. Null Koordinate mit Ray. Und das Coole, beziehungsweise Praktische an der Stelle ist... wartet mal. Ich merke gerade, ich kann hier noch mehr machen. Mind Control für den Herrn. Ah, ich kann noch mehr machen. Dann kann ich den Herrn zumindest gleich loswerden. So dass ich Race Effect gar nicht nutzen muss. Jetzt müssen wir vielleicht irgendwas Brauchbares ziehen. Haikanone. Haikanone ist actually decent. Haikanone ist actually decent. Mehrzweck ist auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir die Haikanone. So, dann können wir nämlich Mehrzweck droppen. Mehrzweck-Effekt. Wir targeten Ray. Ray kann dann natürlich ihren Quick-Play-Effekt raustaggen, was nett ist. So, Engage, Gemma, wir brauchen nicht Kagari, keepen wir. Dann bleibt mir doch eigentlich nur Shizuku übrig. Störwellen haben wir hier am Start. Und ich könnte sie einmal angreifen, oder aber... Nee. Wir gehen es entspannt an. Alright. Und Shizuku kann jetzt zumindest Window Anchor searchen. Auch wenn er jetzt in dieser Runde nicht aktivierbar ist. Okay. Und Mehrzweck war auch nicht. Einmal Okay, ich hätte sie wahrscheinlich früher aktivieren müssen, ne? Ja, ich hätte Mehrzweck früher aktivieren müssen. So, Zombie Wiedergeburt ist okay. Die Karte ist mir herzhaft wurscht. Die macht ja in dieser Runde eh nichts. Mizuki. Für den Zombie Boy. Do I care, ist die Frage. Er kann halt immer noch so viel machen. Mein Widow Anchor ist nicht live. Dann warten wir doch noch immer ab. Ja, wir warten noch ab. Die Haikanone ist, glaube ich, da ist Timing gefragt. Und wenn der Felgrand ins Grave geht, das ist auch wichtig, kann ich den Felgrand ja selber bei Haikanone nutzen, um seinen Effekt zu aktivieren. Genau so machen wir das. Ich steal den Felgrand, sobald er in den Grave geht. So, er könnte jetzt zum Beispiel hier wieder in den Zehner gehen. Oh, das macht er in dem Fall auch. Sun Saga.
Jo, das sind eine Menge Pops. Das sind eine Menge Pops. Dann machen wir doch erstmal Heilkanone hier. That's not cool. That's not cool. Okay, es sind nur zwei Pops. Es sind nur zwei Pops. Mal gucken, was der Pop... Oh, okay, das ist ein weirder Pop. Die Field Spell. Okay, Feldrand-Effekt. Ich bin überlegen, vielleicht einfach nur Sansaga wegzuhauen. Weil die ermöglicht Plays. Und er hat aber noch einen Mizuki im Grave. Machen wir den Sansaga weg. So, Null Koordinates Effekt geht auch nochmal live. Das heißt, wir kriegen nochmal eine Ray aufs Spielfeld. Nicht, dass das relevant ist, aber es ist nochmal so ein bisschen eine kleine Wall. Let's build a wall. So, falls einer mehr Spezialen von einem Linie beschworen werden, sondern diese Karte im Spielfeld liegt, dann kannst du ein anderes auf und das muss er. Okay, guck mal. Das heißt, wenn jetzt der Boy kommt, können wir zumindest Effekte negieren. Jo. Wir negieren einfach mal den Effekt von Chang-Chi. Vielleicht hätte ich mit dem Effekt warten müssen für Vampire Sucker. Wenn Vampire Sucker Nummer 2 jetzt kommt, das ist Vampire Sucker Nummer 2, oder? Nee, es ist der unsterbliche Drache. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Shinobi Neko, du bist ein Vierer. Noch ein Mizuki im Grave. Ne, er hat kein Mizuki mehr im Grave. Aber er hat noch einen Shinobi Necro. Ach du liebe Güte. Vampire Saki Saki? Ne. Das war schwach vom Gegner. Ja. Zombies. Ihr müsst, wenn ihr Zombies spielt, Leute, ja. Ihr müsst schon so halbwegs wissen, was er tut. Ja, so halbwegs. So, was ich jetzt zum Beispiel aus dem Duell wieder mitgenommen habe, ist. Mehrzweck. Immer so früh es geht nutzen für extra Value. Und Widow Anchor searchen, early on, dass wir den halt nutzen in unserer Runde, um ihn in der Endphase wieder aufs Spielfeld zu bekommen, um ihn auch nochmal in der gegnerischen Runde zu suchen. Das habe ich jetzt wieder mitgenommen, ja. Das heißt, wenn es geht, Widow Anchor in meiner Runde auch nutzen, gerade wenn ich als zweites agiere, damit ich ihn in der gegnerischen Runde halt wieder wegen Mehrzweck aufs Feld bekomme, in meiner Endphase, um ihn in der gegnerischen Runde zu nutzen. Seht ihr? Plain. Wenn man ein Deck spielt, dann weiß man ungefähr, worauf man achten muss und wie diese Decks dann funktionieren. Sehr schön. So. MM Mendoka. Mobilisierung gegen Shiranui Nachfolge. Okay. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich mir denke, ja. Ja. Nicht was ein winziger Monster, ein winziger Monster. Ja, das ist... Das ist jetzt sehr blöd. Das ist nicht nur sehr blöd, das ist extrem blöd, weil ich habe keinen Starter. Ja, es ist nicht ganz so praktisch ohne einen passenden Starter. Ich meine, Heilkanone ist big in dem Matchup. Ja, aber sowas wie Doppelgedankenkontrolle zum Beispiel. Nachbrenner. Wir sehen es gleich. Ja, wir sehen es gleich. Ja, Knappensaga. Shiranui ist ja auch mittlerweile leider wieder so ein Deck für Doofe. Du machst in jedem Duell das Gleiche. Leider. Es ist wieder so ein bisschen... Es ist nicht so extrem wie früher, ne, wo du einfach nur knapp hin plus 3 gelegt hast. Also 3 Backrow-Karten. Es ist ein bisschen anders. Minimal anders, aber... So. 1-2... Das heißt, jetzt kommt der Sechser. Jetzt schauen wir mal, welcher Sechser es wird. Doom Kaiser Dragon. Aha. Scheint mir jetzt auch gar nicht so gut gespielt zu sein vom Gegner. Sieht nämlich auch wieder ganz wild aus. Sieht mir ja sehr wild aus. Warum hast du denn die Karte verbannt? Aber er hat natürlich Mizuki. Weil ich nicht glaube, dass Mizuki hier viel macht. Okay, Link 2. Vampire Saki Saki für Mizuki into plus 1.
But, wie gesagt. Hä? Was sind das für Plays? What are you doing, bro? Huh? Da liegt kein Sansaga im Grave. Skill ist benutzt. Mizuki. Tsuyanui ist die Nachfolger. Okay, das heißt, die gehen wieder zurück ins Deck. Sansaga wird verbannt. Er wird verbannt. Noch mehr? Okay, so langsam freue ich mich mit der Gedankenkontrolle aber auch an. Goldsarkophag, okay. Wird ja immer verrückter hier. Für Solitär, aha. Aha. Das wird ja immer verrückter. Das heißt, wir gönnen uns wieder ihn plus einen Vierer. Genau, nochmal Solitär. Einmal, zweimal. Das heißt, wir gehen wieder in den Sechser. Dann ist der Mizuki noch im Grave. Ja. Der Mizuki ist noch im Grave. Wir lassen den Gegner einfach mal machen. Okay, Samurai Saga. Jetzt könnte halt Mizuki aktiviert werden, um den Zweier zu holen. Du ziehst eine Karte und gehst dann nochmal in deinen Achter Shogun. Aha. Plus 1, genau. Hoffen wir mal, dass das irgendwas Nutzloses ist. Irgendwas, was normal beschworen werden muss. Keine Backrow-Karte zum Beispiel. Wir hassen Backrow-Karten. Das Traurige ist, ich weiß ja immer noch nicht, ob ich überhaupt was machen kann. Ich brauche hier immer noch meinen Ray. Aber wir haben viele Outs, ja. Ich habe zweimal Engage. Ich habe dreimal Ray. Ich habe dreimal die Field Spell. Und das war's. Also ich habe 8 Outs. 8 in 18. Oh ja, und ich habe Rota. 9 in 18. Also eine 50% Chance. Dass ich grob was Brauchbares bekomme. Genau, Rota habe ich noch. Engage. 5. Ich finde es cool, dass die beiden Engages dann sogar im Main Deck sind. So, 5, 6, 9. Ja, 9 Outs habe ich. So, Backrow. Draw. Oh, Baby. So, da ist Engage. So, wir fangen an mit. Falls du keine Monster in deiner Main Monster Karte. Okay, pass auf. Das heißt, wir müssen erst Engage aktivieren, damit wir Ray überhaupt searchen können. Weil wenn wir Mind Control vorher aktivieren, können wir das nicht machen. Genau, dann gönnen wir uns. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts, Leute. Das war ein Missklick. Wenn ich das... Okay, okay. Alles gut, alles gut. Wobei, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. So, Mind Control. Für Shiranui Fähigkeit, Sage, Überlegenheit. Scheint ja doch irgendwie zu klappen. So, jetzt überlege ich nochmal. Was lohnt sich denn jetzt hier am ehesten? Kagari? Ja, ich hätte gesagt Kagari, damit ich eben meinen Misplay von eben nochmal gut machen kann für die Heilkanone. Wait. Oh, noch, Mann. Wait, der macht Ray weg? Warum machst du Ray weg? Aber ist gut für mich. So. Dann könnte ich die wieder weglinken für dich, actually. Was super gut ist. Einmal, zweimal. Und dann müsste ich in der Lage sein, Kagari doch nochmal zu holen, oder?
Nee, leider nicht. Okay. Ich habe keine 3 im Grave. Ach, schade, hätte ich 3 im Grave. Ja, auch wenn das Monster auf dem Spiel zerstöre ist. Ja, also. Kannst du Monster den 3 in einem Blieben, wo auch immer ist. Ist das lethal? Nee, warte, ich kann mit Heilkanone nicht angreifen. Nee, ich kann mit Heilkanone nicht angreifen. Alright. Okay, Leute. Also Gegner hat das super grottig gespielt. Mii leider auch. Ich leider auch. So, wenn diese Karte jetzt zerstört wird, können wir einen Link 3 oder niedriger Monster an einem beliebigen Friedhof wählen und das Spezial beschwören. So, Shiranui Solitär. Kann sich jetzt zecken. Aha. Und er holt sich dann wahrscheinlich wen? Okay, genau den ich nicht haben wollte. Aber warte, bringt ihm das überhaupt was? Achso, wait. Ja, das bringt dem Gegner was. 4-5. Okay, ist fein. Irgendwie, noch. So, was macht der Schwertzager? Moment. Kannst du einmal so viel ändern, seine Kampfposition, was ich gerade verwandt. Okay, alles gut. Effekte werden negiert. Warte, 2 und 5. Aha. Oho. Das heißt, er geht in Knappen Sage. Du kannst einmal uns auf dem Spielfeld zerstören. Ah, okay. Wait, wie war das, wenn ihr jetzt den Opa. Macht er einen Token? Okay, das heißt, ich. Hau auf jeden Fall mit der Heilkanone. Was verbanne ich denn jetzt mit der Heilkanone? Was rentiert sich mit der Heilkanone am ehesten? Wahrscheinlich das Spektralschwert wieder. Nur Spektralschwert. Nur nervige Plays. Oh no! Oh wait! Wait! Das geht ja noch. Zeitbeschränkung? Oh, Tatsache. Okay. ich habe satte 2 Duelle heute gespielt mit dem Deck. Ja, es ist ein Control-Deck. Es tut mir leid. Es ist ein Control-Deck. Ich kann nicht mehr Content leider reinpressen. Aber ihr wisst jetzt in etwa, wie das Deck funktioniert. Ihr bringt einfach euren Gegner zum Timeout. Und ihr hofft, dass ihr mit Ray startet. Das habt ihr heute hoffentlich mitgenommen. Ja, wenn ihr mit Ray startet, ist alles gut. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Deck. Ich bin echt positiv überrascht von dem Deck in Duel Links. Ein Deck, was auf jeden Fall mit einem hohen Skill-Ceiling kommt. Ja, wenn ihr das Deck gut spielen könnt, seid ihr definitiv gut dabei. Weil das habe ich schon in Master Duel gesehen und gemerkt. Wenn man mit diesem Deck gut umgehen kann, hat man einen immensen Vorteil gegenüber vom Gegner. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Restsonntag. Ich freue mich auf die nächsten Videos und Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen nach oben da, supportet mich und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, Leute. Sky Striker signing out und wir sehen uns dann definitiv nochmal mit einer optimierten Version und optimierten Plays, aber das Deck ist durchaus nice.